Emily Hardwood traut ihren Augen kaum. Gerade noch war sie in einem abgelegenen Herrenhaus auf der Suche nach ihrem Onkel. Dann öffnet sie ein Balkonfenster und die junge Frau blickt plötzlich auf eine nebelverhangene Straße in New Orleans. Was zur Hölle passiert hier? Was ist das für ein Ort? In den Gassen und Hinterhöfen lauern grausige Sumpfmonster und schnell wird klar, das hier ist nicht mehr die Realität. Wir sind irgendwie in den verzerrten Erinnerungen von Emilys Onkel Jeremy Hardwood gelandet. Die Reise ins Grusel New Orleans wird nicht unser letzter Ausflug in eine fremde Welt bleiben. Denn im neuen Alone in the Dark verschwimmen die Dimensionen und wir treten andersweltlichen Gefahren entgegen. Die bedrohliche Schauerstimmung, die das Survival-Horrorspiel dabei aufbaut, ist die größte Stärke von Alone in the Dark. Die wuchtlosen, fummeligen und dadurch oft auch unbefriedigenden Kämpfe sind hingegen die größte Schwäche des Spiels. Zwischen der packenden Atmosphäre und den enttäuschenden Kämpfen liegt bei Alone in the Dark ansonsten vor allem viel Potenzial, auch wenn das nicht immer ausgeschöpft wird. Die Story, die Grafik, die Rätsel und Erkundung haben Stärken und Schwächen, die den Serien-Reboot zwar nicht zum Genre-Highlight machen, aber wahrscheinlich zum besten Alone in the Dark seit dem Original von 1992 und vielleicht dem 2001er Ableger The New Nightmare. Aber das will natürlich nicht viel heißen, denn Alone in the Dark hat zwar vor über 30 Jahren wichtige Grundsteine für die Horror-Survival-Spiele gelegt, doch seitdem stand die Serie immer im Schatten von Resident Evil und hat teils ambitionierte und teils schlichtweg katastrophale Reinfälle produziert. Warum mir nun aber das neue Alone in the Dark trotz einiger nerviger Probleme am Ende gut in Erinnerung bleiben wird, erzähle ich euch jetzt im Testvideo. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis, denn dieses Video wird euch präsentiert vom Hardwarehersteller Trust. Mit dem neuen Gaming-Headset GXT491 FISO könnt ihr telefonieren oder Musik vom Handy hören und gleichzeitig den Ingame-Sound von eurem PC oder der Konsole genießen. Dank des 2,4 GHz USB-Empfängers und einer Bluetooth-Verbindung geht hier beides gleichzeitig. Das Headset unterstützt zudem virtuellen 7.1 Surround-Sound und bietet ein abnehmbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung. Die gepolsterten Ohrmuscheln schonen derweil nicht nur eure Ohren, sondern auch die Umwelt, denn das Headset besteht aus bis zu 85% recyceltem Material. Mehr Infos zum neuen Gaming-Headset gibt's über den Link in der Videobeschreibung. Nach dem Intro steht beim neuen Alone in the Dark direkt eine Entscheidung an, die die nächsten Stunden bestimmt, nämlich die Wahl der Spielfigur. Wir steuern entweder Emily Hardwood oder Serienheld und Privatdetektiv Edward Carnby. Dargestellt und vertont von Stranger Things-Star David Harbour. Emily wird derweil von Jodie Comer gespielt und auch gesprochen. Es gibt aber auch eine gute deutsche Vertonung und ihr könnt wahlweise die Untertitel und die Sprachausgabe getrennt voneinander einstellen, also beispielsweise mit englischer Originalvertonung und mit deutschen Texten spielen. Also, Ihr Onkel, was ist sein Problem? Besessenheit. So wie vom Teufel? Sowas in der Art. Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen, ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich Unsinn, aber es beunruhigt mich ehrlich gesagt. Je nachdem, ob ihr euch für Emily oder Edward entscheidet, laufen Dialoge und Zwischensequenzen etwas anders ab und jede Figur hat auch noch jeweils einen ganz individuellen Spielabschnitt, den ihr mit dem anderen Charakter nicht erlebt. Anders als bei Resident Evil spielt ihr mit der jeweils anderen Figur aber nicht etwa die identische Geschichte aus einer anderen Perspektive nach. Ihr seht zum Beispiel ganz am Anfang des Spiels nicht, was Edward erlebt, während sich Emily durch das Dersetto genannte Anwesen schleicht, um dem Schnüffler die Haustür zu öffnen. Stattdessen tauschen die Figuren in den meisten Szenen einfach die Plätze. Wenn ihr also mit Edward spielt, wartet Emily am Anfang vor dem Haus, während ihr den Detective durch den Keller, Garten und die Küche des Anwesens lenkt. Wenn ihr also beim ersten Durchspielen hofft, dass ihr im zweiten Durchlauf vielleicht erfahrt, woher Emily oder Edward in manchen Szenen plötzlich kommen oder was sie in der Zwischenzeit getrieben haben, muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin Edward Carnby, Privatermittler. Reizend.
Auch die Interaktionen zwischen den beiden Figuren halten sich in Grenzen. Emily und Edward treffen sich während ihrer Ermittlungen und auf der Suche nach Emilys Onkel nur sehr selten und dann auch fast nur in Zwischensequenzen. Hey, wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talisman aus. Nie gesehen. Helfen Sie mir mal kurz. Dabei sind doch gerade die Dialoge zwischen den beiden oft richtig gut geschrieben und vor allem für mich als Spieler so ein wichtiger Anker. Schließlich sind Emily und Edward meine Protagonisten. Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde. Hier lässt das Entwicklerteam von Pieces Interactive viel Potenzial liegen, denn die beiden markanten Helden sind ein Highlight des Spiels. Genau wie übrigens auch die meisten Begegnungen mit anderen Figuren im Derceto Herrenhaus, das inzwischen als psychiatrische Einrichtung dient und in dem wir Emilys Onkel suchen. Detective, ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie arbeiten angeblich für Jeremy Hartwoods Nichte? Ja, ich schätze schon. Ich meine, Sie haben schon recht. Wir sind wegen Ihres Onkels hier. Ich hatte nur nicht mit dem hier gerechnet. Sie sind Dr. Gray, ja? Der bin ich. In diesem Herrenhaus, irgendwo in den Sümpfen von Louisiana, haben sich nämlich einige illustre Gestalten einquartiert. Und damit meine ich nicht die Monster, die hier und auch in den anderen Dimensionen, die wir im Laufe des Spiels immer mal wieder besuchen, auftauchen. Wir treffen hier auf einen zwielichtigen Doktor, kratzbürstiges Personal und Patienten mit bewegter Vergangenheit. Die Bewohner von Derceto lernen wir aber nicht nur in Dialogen kennen, wir finden auch jede Menge Aufzeichnungen und andere Notizen. Die Texte werden übrigens komplett vorgelesen, ein sehr cooles Feature, das die Stimmung des Geschriebenen richtig gut rüberbringt und auch wieder zur dichten Atmosphäre des storylastigen Spiels beiträgt. Lange war ich skeptisch, was diesen Kult aus der Karibik angeht, aber er hat mir gut gedient. Nach und nach erkunden wir immer mehr Räume des Anwesens, finden neue Schlüssel, knacken kleine Schiebe- und Zahlenrätsel und besuchen andere Welten, beispielsweise hier das kleine Arbeiterdorf in der Nähe einer Bohranlage. Bei diesen Ausflügen in die Erinnerungen von Onkel Jeremy kommt es dann auch zu den meisten Kämpfen im Spiel. Doch während das Erkunden der Umgebungen, die Gespräche und auch die kleinen Rätsel allesamt fast immer zu den Pluspunkten von Alone in the Dark zählen, geht's bei den Kämpfen meist richtig bergab. Zunächst mal gibt es kaum Abwechslung bei den Gegnern, aber auch das Trefferfeedback, die Kamera und das Gegnerverhalten sind so unbefriedigend umgesetzt, dass ich die Kämpfe immer nur schnell hinter mich bringen wollte. Mein Tipp ist deshalb auch, wählt am Spielstart den einfachsten der drei Schwierigkeitsgrade. Alone in the Dark ist kein Spiel, das man für die Kämpfe spielt. Anders als bei Resident Evil, wo man sich an den Gegnern regelrecht abarbeiten kann und wo die höhere Herausforderung tatsächlich Spaß und Spannung ins Spiel bringt, raubten mir die hakeligen Kämpfe bei Alone in the Dark nur den letzten Nerv. In meiner Testversion hatten sich Gegner sogar manchmal noch im Level verglitscht. Es sollen zwar noch Updates kommen, aber erwartet hier keine Wunder. Nicht mal die Animationen sind sonderlich gelungen. Im Test kamen dann übrigens noch Shader-Ruckler und andere kleine Bugs dazu, beispielsweise fehlende Textteile, Tastenhinweise und stellenweise falsche Tonabmischung. Ich hatte sogar mal einen Plotstopper, den ich zum Glück nicht reproduzieren konnte, den ich aber auch nur mit einem älteren Spielstand losgeworden wäre. Den einen oder anderen Spielabsturz gab es zudem auch noch. Das klingt jetzt aber schlimmer, als es am Ende war. Alone in the Dark ist kein Bug-Debakel. Die kleinen Stolpersteine sind aber trotzdem ärgerlich. Ärgerlich ist auch, dass ich in den ohnehin sehr überschaubaren Levels trotz maximaler Einstellungen auf dem PC noch häufiges Detail- und Objekt-Pop-In sehe. Dabei sind das Herrenhaus und auch die anderen Locations ansonsten wirklich sehr stimmungsvoll gestaltet und ausgeleuchtet. Bis auf ein paar kleine Erschrecker wird's zwar nie so richtig markerschütternd gruselig, aber dafür treibt uns das Mysterium von Derceto und Onkel Jeremys Verschwinden gut voran, selbst wenn manche Abschnitte der Geschichte etwas holprig erzählt sind. In Sachen Story ist meine Empfehlung deshalb auch, spielt Alone in the Dark zuerst mit Emily durch. Ihre Sicht auf die Geschichte ist konsistenter und nachvollziehbarer erzählt. Bei Edward hilft es hingegen, wenn man einige Zusammenhänge schon kennt und manche Details bereits besser einordnen kann.
Ihr sammelt übrigens mit beiden Figuren auch noch jede Menge kleine Bonusgegenstände ein, die zusätzliche Geheimnisse, Hintergrundinfos und wohl sogar alternative Enden freischalten. Allerdings könnt ihr beim ersten Durchspielen mit keiner der Figuren alle Gegenstände einsammeln und weil es keine Charakter- oder Waffen-Upgrades gibt, ist auch der New Game Plus Modus eine ziemlich öde Angelegenheit. Ihr rennt nämlich einfach nur nochmal durch das komplette Spiel. Ihr fangt sogar wieder nur mit Pistole oder Revolver an, je nach Charakter. Shotgun und Maschinenpistole findet ihr immer erst später an den vorgegebenen Stellen. Bis zum Abspann vergehen übrigens rund 7-8 Spielstunden. Kommt ein bisschen drauf an, ob ihr viele der optionalen Rätselhinweise nutzt und natürlich auch auf den Schwierigkeitsgrad. Beim zweiten Durchspielen mit dem anderen Charakter könnt ihr rund 4-5 Stunden einrechnen. Das ändert sich dann auch in den weiteren Durchgängen kaum, es sei denn, ihr überspringt immer alle Zwischensequenzen. Die Rätsel sind derweil mit und ohne Hilfestellungen meist keine allzu großen Herausforderungen, aber auch nicht so einfach, dass man sich albern vorkommt. Es gibt nur eine Stelle im Spiel, bei der ich tatsächlich lange hing, aber das lag weniger daran, dass das Rätsel so clever designt war, sondern eher daran, dass die Hinweise in der deutschen Übersetzung nicht mehr funktionierten. Ich will hier nichts spoilern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Rätsel eines der ersten wird, zu dem es Guides gibt. Allein schon, weil mich meine beiden Kollegen von GameStar und GamePro, die dort die Testartikel geschrieben haben, auch schon nach der Lösung gefragt hatten. Falls ihr tatsächlich mal bei einem Rätsel festhängt, gibt es übrigens kein Entkommen, denn Alone in the Dark ist fast komplett geradlinig aufgebaut. Kurioserweise wirkt die Story, besonders mit Edward, trotzdem etwas bruchstückhaft erzählt. Einige eigentlich wichtige Hinweise und Ereignisse werden sogar für beide Figuren sehr nebenbei erzählt und gehen damit schnell mal unter. Erst wenn man tatsächlich mit der Story durch ist, versteht man, welche Brotkrumen auf dem Weg wirklich wichtig waren und welche nur das Drumherum ausschmücken sollten. Zwischendurch geht derweil gerne mal der Fokus ein bisschen verloren. Apropos Fokus verlieren, ihr könnt Alone in the Dark auf dem PC mit Maus und Tastatur oder mit Gamepad spielen. Und ich empfehle hier ganz eindringlich die Maus- und Tastatur-Kombination. Die Gamepad-Steuerung empfand ich in den Kämpfen als so ruppig, dass ich manchmal am liebsten den Controller gegen die Wand gepfeffert hätte. Mit Maus und Tastatur sind die Kämpfe zwar auch keine Offenbarung, aber die bessere Kamerakontrolle sorgt für mehr Übersicht und weniger Frust. Besonders bei den Nahkampfangriffen klebt die Kamera mit dem Gamepad nämlich anstrengend fest an der Spielfigur und nicht selten treiben einen die Gegner auch noch in schlecht einsehbare Ecken. Keine gute Kombination. Der größte Reinfall bei der Bedienung sind allerdings die Quick Items. Das sind Steine, Flaschen oder Molotows, die im Level rumliegen und die wir per Tastendruck schnell auf Gegner schleudern. Das funktioniert aber nur dann zuverlässig, wenn man schon in Blickrichtung zum Feind steht. Lässt man die Wurftaste nach dem Aufnehmen hingegen nicht sofort los, sondern hält sie gedrückt, kann man genauer zielen, muss aber die ganze Zeit im Zielmodus bleiben. Es gibt keine Möglichkeit, den Wurf abzubrechen oder Objekte einfach in der Hand zu halten, also ohne Zielmodus. Das heißt, entweder mit einem Tastendruck einsammeln und sofort werfen oder die Einsammeltaste die ganze Zeit gedrückt halten und bis zum Wurf im Zielmodus bleiben, während die Spielfigur nur im Schleichtempo durch den Level tapst. Wie man eine Gameplay-Funktion, die im Genre absoluter Standard ist und deren Funktionsweise durch Spiele wie The Last of Us und Co. etabliert wurde, dermaßen verschlechtern kann, ist mir unbegreiflich. Tja, das klingt jetzt alles nicht sonderlich gut und tatsächlich habe ich durchaus viel zu meckern an Alone in the Dark. Das hier ist schlichtweg kein sehr gutes Spiel, sondern nur ein gutes. Es gibt spannende Ansätze, doch in der Ausführung der Ideen mangelt es Alone in the Dark am Ende oft an der nötigen Produktionsqualität, damit Vision und Umsetzung erfolgreich zusammenfinden. In einem Genre, das seit Jahren von Resident Evil dominiert wird und das nur selten klassische Alternativen abseits von billigen Jumpscare-Spielen bietet, ist das neue Alone in the Dark mit seinem Fokus auf Story, Rätsel und Atmosphäre aber trotzdem eine willkommene Abwechslung. Das Setting ist unheimlich stimmungsvoll umgesetzt und erinnert mich oft an den Mickey Rourke-Klassiker Angel Heart. Ich nehme dem Spiel durchaus ab, dass hier in den Sümpfen von Louisiana uralte Mächte am Werk sind und die Menschen reihenweise den Verstand verlieren. Für dieses Erlebnis lohnt sich Alone in the Dark für Genrefans also auf jeden Fall.
Falls die Marke nach diesem Reboot allerdings nicht sofort wieder in der Versenkung verschwinden sollte, wünsche ich mir für den nächsten Teil etwas mehr Qualität in Sachen Gameplay und Technik. Na schön, kommen Sie. Ich möchte zu Dr. Gray.